herzlich willkommen zum zweiten Teil des Videoprojektes mit dem Zug von Zürich über Chur nach Tirano. Inzwischen es im ersten Teil über den Abschnitt von Zürich bis Chur ging, geht es nun um die landschaftlich schönere Strecke Chur-Tirano. Wir starten die Fahrt im 12-gleisigen Bahnhof Chur. Die Stadt hat heute ca. 37.000 Einwohner und ist der Hauptort des Kantons Graubünden. Wir starten nun unsere Fahrt auf der schmalspurigen Berliner Bahn zu unserem ersten Halt Bonaduz. Nach etwa 14 Kilometer erreichen wir die Gemeinde Bornaduz. Diese liegt etwa 70 Meter höher als Chur und besitzt etwa 3.300 Einwohner. Nun setzen unsere Fahrt jedoch in Richtung Thusis fort. Bis dorthin begleitet die Bahnstrecke der Fluss Hinterrhein. Wir erreichen nun das 1080 Meter hohe Dorf Filisur und befinden uns auf der Albula-Bahn. Diese Strecke ist genauso wie die Bernina-Bahn ab St. Moritz seit November 2008 Weltkulturerbe. Hier in Filisur kommt außerdem die Strecke aus Davos zu unserer Strecke. Nun geht es jedoch weiter in Richtung St. Moritz den Berg hinauf. Wie ihr seht, erreichen wir langsam die Schneefallgrenze. Die ohnehin schon landschaftlich spektakuläre Strecke wird noch imposanter, wenn man bedenkt, dass diese Strecke zwischen 1898 und 1904 gebaut wurde. Thank you.
Wir erreichen nun den Bahnhof Berggrün. Die nun folgenden 12 Kilometer bis Breda können mit seinen zahlreichen Viadukten als eines der Highlights angesehen werden. Nur mit diesen ist es möglich, auf diesem Abschnitt etwa 400 Höhenmeter zuzulegen. Wir erreichen Samidan. Da dieser Zug jedoch in St. Moritz wenden müsste, um weiter nach Tirano fahren zu können, verkehrt dieser Zug von hier aus über eine etwa 4 Kilometer lange Verbindungsbahn nach Pontresina an die Bernina Bahn. Nachdem wir nun die Bernina Bahn erreicht haben, setzen wir unsere Fahrt nun in Richtung Ospizia Bernina fort. Dies ist mit 2253 Metern über Null der höchste Punkt der gesamten Fahrt. Geht nun wieder den Berg hinunter in Richtung Tirano. Im Bahnhof Alpgrüm, welchen wir jetzt erreichen, warten wir nun auf den Gegenzug.
wir die etwa 965 Meter hoch liegende Gemeinde Kushio mit ihrem Bahnhof Le Prese durchfahren haben, kommen wir etwa 7 Kilometer weiter zu unserem nächsten Highlight, dem Kreisviadukt von Posio. Dieses 142 Meter lange UNESCO-Weltkulturerbe senkt bei einem Gleisradius von 70 Meter auf diesem Abschnitt die Strecke um 10 Meter hinunter. Das Bauwerk wurde innerhalb eines Jahres erbaut. Nun sind es auch nur noch etwa 300 Höhenmeter hinunter bis in die Stadt Tirano. Wir erreichen Tirano. Die einzig italienische Stadt auf der Strecke hat etwa 9000 Einwohner und ist am Fluss Adda gelegen. Hier verkehrt die Bernina Bahn in die Stadt hinein. Außerdem gibt es von hier aus eine normalspurige Strecke nach Sondrio. Damit wollen wir das Videoprojekt auch beenden und hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare stellen, genauso wie Verbesserungsvorschläge. Bis zum nächsten Mal wünscht euch das Team Regionalzugverband.